Hallo, mein Name ist Antje Zoller. Ich bin freischaffende Musikerin und Instrumentallehrerin. Von Anfang an war ich skeptisch bezüglich der Ausrufung dieser Pandemie und der dagegen ergriffenen Maßnahmen. Als ich am 17. März meine Unterrichtsmaterialien aus der Schule holte, wo ich unterrichte, um ab jetzt zu Hause zu arbeiten, verstand ich die Welt nicht mehr. Fortan war ich abwechselnd gelähmt, wütend und erschüttert und war am Anfang aber überzeugt, dass die Regierung wohl bald zur Vernunft kommen würde und suchte nach Möglichkeiten, aktiv zu werden. Ich schrieb sächsischen Bundestagsabgeordneten der SPD und der Grünen. Die Grünen habe ich, wie sicher viele von euch, in der Vergangenheit meistens gewählt. Die erste Mail-Korrespondenz hatte ich Anfang April. Ich bat darum, dass die Bundestagsabgeordneten sich dafür einsetzten, die Maßnahmen den neuesten Erkenntnissen anzupassen und entsprechend zurückzufahren und beispielsweise die Schulen und Kindergärten unverzüglich wieder zu öffnen. Die Antworten wären wert gewesen, sie hier mal in aller Ausführlichkeit zu verlesen, aber ihr kennt sie eigentlich alle. Ich habe dort auch immer Links beigefügt mit den aktuellen neuesten Erkenntnissen von Professor Püschel beispielsweise und auch bei meiner ersten, zugegeben etwas naiven Mail an die grüne Bundestagsabgeordnete habe ich auch den Link zu der Schweizer Seite Swiss Policy Research angehängt, wo man ja, wenn man sie aufmacht, gleich lesen kann, die wahre Art gegen die Pest zu kämpfen ist die Wahrheit. Und sie hat das auch angeschaut offensichtlich, weil sie hat das ihrem Antwort vorangestellt an mich. Inzwischen schreiben wir den 16. Juni. Auf der Plattform Change.org gibt es eine Petition für die Abschaffung der Maskenpflicht. Die Petenten organisieren eine Möglichkeit zur Stellungnahme aller Bundestagsmitglieder zur Petition und rufen Unterstützer dazu auf, ihre Bundestagsabgeordneten zur Stellungnahme aufzufordern. Das habe ich doch gleich gemacht. Sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete der Grünen Partei, ich möchte mich mal wieder an Sie wenden, um Sie zu bitten, zur Petition Abschaffung der Mund- bzw. Maskenpflicht in Deutschland Stellung zu nehmen. Bisher gab es dazu erst eine Stellungnahme eines Bundestagsmitglieds aus der AfD-Fraktion. Meine tägliche Beobachtung ist, dass der Maskenpflicht nur sehr lax nachgekommen wird, die Maske häufig unter der Nase getragen wird oder der Mundschutz schon optisch keinerlei hygienischen Maßgaben gerecht wird. Es wird ja also sehr oft nur pro forma einen Zwang Genüge getan. Das kann nicht das Ziel sein. In vielen Nachbarländern besteht keine Maskenpflicht und dies hat offensichtlich keinen Einfluss auf die Infektionszahlen. Was denken Sie dazu? Mit freundlichen Grüßen, Antje Zoller. Antwort am 17. Juni. Sehr geehrte Frau Zoller, ich kann Sie verstehen, auch mir fällt das Tragen einer Maske nicht leicht. Allerdings können auch einfache Mund-Nasen-Masken in bestimmten Situationen dabei helfen, Infektionen mit dem Coronavirus zu verhindern. Der Einsatz solcher Masken schützt vor allem andere Menschen, besonders ältere und Risikogruppen. Insofern begrüßen wir es, wenn möglichst viele Menschen solche Masken in geschlossenen Räumen wie Geschäften oder im öffentlichen Personenverkehr nutzen, wie es in Sachsen weiterhin Vorschrift ist. Bislang liegen uns keine Erkenntnisse vor, die ein höheres Infektionsrisiko durch das Tragen von Masken nahelegen. Natürlich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Auch wenn Deutschland die Krise bisher gut gemeistert hat, befinden wir uns noch mitten in einer weltweiten Pandemie, die erst dann überstanden ist, wenn ein Impfstoff oder zumindest eine wirksame antivirale Therapie verfügbar ist. Der flächendeckende Einsatz von Masken höherer Schutzgrade ist nicht sinnvoll, da diese vor allem den Berufsgruppen zur Verfügung stehen sollten, die besonders gefährdet sind. Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und so weiter. Tatsächlich gilt es zu bedenken, dass eine korrekte Anwendung von Masken notwendig ist, damit sie tatsächlich die angestrebte Schutzwirkung entfalten. Ich beobachte ebenfalls, dass die Masken unter der Nase getragen werden, was natürlich die Schutzwirkung mindert. Aber solange die Mehrheit der Menschen, wo es vorgeschrieben ist, entsprechend einen Mund-Nasen-Schutz tragen, gibt es einen positiven Effekt. Viele Grüße. Meine Antwort vom 21. Juni. Liebe Frau Bundestagsabgeordnete, jawohl, da stimme ich Ihnen zu, in bestimmten Situationen. Diese Situation ist aber nicht gegeben, wenn die Rate der Neuansteckung für eine lediglich für Risikogruppen, in Klammern, die sehr gut auch anders geschützt werden können als durch eine allgemeine Maskenpflicht, gefährlichen Infektionen in einer großen Stadt seit Wochen bei 0 Fällen ist. Da müssen wir uns darauf einstellen, ab jetzt unser restliches Leben zuweilen hinter Masken zu verbringen, weil die Gefahr, sich mit einer beliebigen, auch gefährlichen Mikrobe anzustecken, natürlich theoretisch jederzeit gegeben ist.
zur Impfung. Ich habe keine Erklärung dafür, warum durch die Grüne Partei, die sich doch seit Jahren für eine ökologische und nachhaltige Landwirtschaft, für die Nutzung der Selbstheilungskräfte der Natur und gegen die Nutzung chemischer Pflanzenschutzmittel und gegen die unkontrollierte Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen einsetzt, kein Aufschrei geht, wenn jetzt erwogen wird, einen mRNA-Impfstoff einzusetzen, noch dazu unter massiver Verringerung der bis vor kurzem geltenden strengen Arzneimitteltests. Viele Grüße, Antje Zoller. Antwort vom 22. Juni. Sehr geehrte Frau Zoller, die Corona-Ausbrüche in einigen Regionen unseres Landes zeigen uns leider, dass wir die Krise noch nicht überstanden haben. In der letzten Woche gab es leider auch wieder Neuansteckungen in Sachsen und auch an einer Schule in Leipzig. Das zeigt, dass wir uns nicht so sicher sein können, dass bei uns nichts mehr passiert. Und wenn wir in andere Länder wie zum Beispiel Brasilien schauen, sehen wir, wie sich die Pandemie ungehindert ausbreiten kann, wenn der dortige Präsident die Gefährlichkeit negiert. Ich finde, wir können froh sein, dass wir unser normales Leben zu großen Teilen wieder leben können und auch einem Urlaub im europäischen Ausland steht fast nichts mehr im Wege. Dafür müssen wir uns eben, in Anführungsstrichen, nur an, wie ich finde, geringe Auflagen halten, wie Abstand halten und Maske tragen im öffentlichen Verkehr und beim Einkaufen. Das sollte doch zu ertragen sein, auch wenn man es nicht so toll findet. Zum Impfen, ehrlich gesagt, bin ich froh, wenn wir bald einen wirksamen und verträglichen Impfstoff haben werden, denn dieser ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft wieder zusammenkommen können, wie zum Beispiel auch im Kulturbereich, ohne Angst zu haben, uns anzustecken. Mir fehlen zum Beispiel die Theaterbesuche seit einigen Monaten schon. Dass sich Deutschland bei der Impfstoffsuche auch finanziell bei einem deutschen Unternehmen beteiligt, finde ich gut und nachvollziehbar. Wenn es einen Impfstoff gibt, werde ich mich auf alle Fälle impfen lassen. Viele Grüße. Am gleichen Tag schrieb ich zurück. Sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete, vielen Dank wiederum für Ihre Antwort. Aber meinen Sie wirklich geringe Auflagen? Dann haben Sie offensichtlich keine Kinder, die in die Schule müssten oder studieren. Dann sind Sie kein freischaffender oder auch angestellter Künstler. Natürlich nicht. Dann haben Sie keine Oma, die seit Monaten in Ihrem Altersheim auf Besuch und Streicheleinheiten wartet. Dann fürchten Sie nicht um Ihren Job, weil die Stadt oder der andere Arbeitgeber wahrscheinlich bald pleite ist. Dann müssen Sie nicht als Verkäufer oder ähnliches täglich stundenlang hinter einer Maske verbringen. Dann singen Sie in keinem Chor, gehen in keinen Sportverein oder in keinem Orchester, sondern freuen sich auf ihren Urlaub im europäischen Ausland. Hier übrigens auch Zahlen zu Brasilien. Dieses Land steht demnach besser da als viele europäische Länder. Da habe ich aus www.statista.com ein paar Zahlen rausgesucht. Und da steht zum Beispiel bis zum 30. Juni Belgien, Todesfälle pro Million Einwohner, 852.000, 3 Frankreich Todesfälle pro Million Einwohner, 4044,1 Brasilien Todesfälle pro Million Einwohner, 278,39. Also sehr moderat im Vergleich zu Europa. Herzliche Grüße, Antje Zoller. Letzte Antwort vom 23. Juni. Sehr geehrte Frau Zoller, sollte ich mich missverständlich ausgedrückt haben, so bitte ich um Entschuldigung. Selbstverständlich sind mir die Einschränkungen, die Sie aufzählen, bekannt. Aber selbst Sport ist ja wieder möglich. Draußen sowieso, aber auch drinnen, wenn Abstände und Hygiene eingehalten werden kann. Mir ging es eher darum zu vergleichen, dass es in anderen Ländern noch viel strengere Auflagen gab und selbst im Bundesland Sachsen zum Beispiel Kitas und Schulen eher geöffnet hat, als zum Beispiel Bundesländer, die stärker von Corona betroffen sind. Sozialministerin Köpping hat sogar schon angedeutet, dass es weitere Erleichterungen geben könnte, wenn die Infektionszahlen in Sachsen weiter niedrig bleiben. Da sind wir alle mit einem umsichtigen Verhalten im Alltag gefragt. Hoffen wir, dass wir alle gut durch die nächsten Wochen und Monate kommen und es keine weiteren größeren Ansteckungen gibt. Viele Grüße. So. Dann habe ich noch eine kleine Sache, die ich heute in der Tagesschau gelesen habe, auf der Seite. Im Kaufhaus eine Maske zu tragen, nervt viele Kunden, sagt der Handel und fordert eine Lockerung der Maskenpflicht. Wirtschaftsminister Altmaier hat nun angedeutet, unter welchen Bedingungen er sich das vorstellen kann. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält eine Lockerung der Maskenpflicht für möglich, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro Tag auf unter 100 sinkt. Solange es in Deutschland im Durchschnitt
täglich mehrere hundert neue Infizierte gäbe, werde die Pflicht überall dort bleiben müssen, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden könne, sagt der CDU-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auf Nachfrage fügte er an, wenn wir bei den Infektionen dauerhaft zweistellig sind, müssen Mediziner und Politik neu nachdenken. Stand heute, Infektion 378, also dauert noch ein bisschen mit den Masken.